Herzlich willkommen, Leute. Hier ist wieder euer Sebastian, euer Gamer Neighbor mit einer weiteren Folge Let's Play Dead by Daylight. Aber ich bin nicht alleine. Zu den Überlebenden gehört natürlich der Wödern. Oh Gott. Hallo. Das war er zwar nicht, aber da war. Dann haben wir noch den Baron. Guten Tag. Und zu guter Letzt, wie ein gereifter Wein, der Olli. Servus. Und wir sind jetzt hier gerade schon direkt am Losrennen, gar nicht viel am irgendwas machen, denn es ist jetzt, oh, das Spiel hat jetzt die Möglichkeit, endlich als Vierer Überlebensgruppe einen Killer zu finden. Das heißt, wir vier sind jetzt alle Überlebende und haben die Aufgabe, vor einem Random Killer zu entkommen. Und ich bin gerade auch schon beim ersten Das ist der Unsichtbare, das ist ja. Der Unsichtbare. Das hat man am Anfang schon gehört. Cool, ich nicht. Idiot, der verfolgt mich auch gerade. Hab den Ton zu leise, glaube ich. Gott, ich finde, find das Balancing mit Ton und das Shit. Vom TS ist der auch ist echt schwer mir. Hier. Der ist bei mir, ja, er hat mich getroffen. Scheiße, wir werden so sterben alle. Das erste Mal, dass wir zusammen spielen gegen einen Killer, der wahrscheinlich, keine Ahnung, Level 50 ist oder so, oder das, dieses Spiel halt schon die ganze Zeit gezockt hat. Ich muss mich erstmal auf dieser Map hier wieder zurechtfinden. Oh, ich mich auch, ich habe noch gar nichts gefunden. Oh, der ist hinter mir her. Lauf, dann renn ich. Lauf. Ich höre ihn. Shit, verdammt, ich bin am Boden. Oh, du bist ganz in meiner Nähe hier. Scheiße. Müssen wir vielleicht mit Rettungsaktion beginnen? Foxtrot, Alpha, Beta. Ja. Ich hatte ich den Generator. Ich hatte den Generator schon so zwei Drittel. Doch, endlich. Der trägt mich runter. Ja, ich hab's kurz pochen bei mir in der Nähe gehört. Ja, ich höre es auch die ganze Zeit. Ja, ich häng unten im Keller. Oh, das ist ein mieser Spot. Im Keller. Scheiße. Das ist mies. Ja, da gibt es nur einen Eingang. Ich glaube, das ist vorbei. Okay, ich höre es aber pochen. Ja, ich kommt hoch, er kommt hoch. Also wer zum Keller gehen will, kann es versuchen. Jetzt ist es wieder weg, das Pochen. Jetzt geht er wahrscheinlich wieder in Richtung Keller. Ja, jetzt ist wieder bei mir. Er scheint wahrscheinlich irgendwo oben zu laufen. Ja, der ist gerade wieder unten gewesen. Und jetzt macht er sich unsichtbar. Das heißt, jetzt kann einer reingehen und den holen, weil unsichtbar kann er in der Zeit nichts machen, wenn einer in der Nähe ist. Ja, ich werde es mit dem Fluchtversuch versuchen. Scheiße. Oh, fuck. Okay, geht in den Keller, rettet ihn. Ich bin am Struggle. Er ist. Kommt immer wieder runter. Er kommt immer wieder runter, okay. Ne, bei mir ist das Ding gerade hier explodiert. Ich habe gedacht, der kommt jetzt vielleicht zu mir. Der hat dich schon mit Absicht darunter geschleppt, ja. Boah, er ist schlauer Bursche. Ja, weil du halt da echt wenig Chancen hast, ne? Ja, dann. Oh, der ist hinter mir her. Hinter dir her, okay, ich versuch's. Ja. Ich glaube aber nicht, dass ich den Wildern schon zum Baron so schnell komme, oder? Ich renne jetzt auch dahin. Ich habe den Generator fertig. Ich glaube, das wird um Millimeter zu eng werden. Okay, er ist hinter mir. Nein! Okay, ich bin tot. Scheiße. Ich bin tot. Ah, scheiße. Verdammt. Das war echt zu knapp, ey. Millimeter. Fuck, der ist hier bei mir irgendwo. Aber ich glaube, ich bin ihm einigermaßen entkommen. Er ist bei mir. Oh fuck, ich bin direkt in die Arme gelaufen. Ihr seid beide hier in meiner Nähe, ne? Ich weiß es nicht. Bist du mich gerade... Auf jeden Fall ist der Killer wieder in der Nähe der Hütte, wo er unten aufgespießt worden ist. Okay, ich konnte ihn nicht kommen. Erstmal. Beim im Schrottplatzbereich, da habe ich einen Generator schon angefangen gehabt. Ah! Fuck! Lauf, Olli! Oh mein Gott! Ich höre das Herz klopfen, ey, aber ich weiß nicht, wo der ist. Der ist an der Hütte. So, ich habe zwei Generatoren schon fertig. Den Generator. Oh, fuck, jetzt liege ich am Boden, ey. Ist er bei dir in der Nähe? Ja, der nimmt mich jetzt hoch. Ah, fuck! Der ist aber der unsichtbar, rennt. Der rennt weg. Ja. Ne, der ist nicht unsichtbar. Also ja, ich sehe ihn, ich sehe es. Bei mir ist der unsichtbar. Also. Ne, ich kann ihn sehen. Wenn er dich jetzt aufhebt, kann er ja eh. Dann wiggeln wir halt ein bisschen. Komisch, wo er dich hinbringt. Fuck. Oh, da, direkt bei mir hier. Ja. Der kommt zu dir, demjenigen, der da beim Generator steht. Geht er dahin? Sag mal, wenn er da weiter ist. Du musst mir sofort sagen, ob er zurückkommt. Ist er da der noch? Ist da, der ist bei mir. Okay. Der kommt in deine Richtung, was? Ja, ich seh's. Nee, er rennt weg, jetzt. Nee, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt.
Er hat mich gesehen. Er hat dich gesehen, ja. Scheiße. Ach, scheiße, das war's. Oh Mann, ey. Ey, nein, renn doch nicht hier. Ja, was soll ich machen? Ah, fuck. Dieses Struggle bringt aber. Ah, das ist. Geil, danke. Lauf, oh Mann, nice, lauf. Alter. Jetzt müssen wir bloß noch wegkommen, ey. No. Ein Generator. Ein Generator fehlt noch. Weiß halt nicht. Ah, ich glaube, er ist nicht hinter mir. Ah, er ist hinter mir her. Fuck. Er ist immer noch hinter dem Olli her, ja. Würde dann versuchen, irgendeinen anzumachen. Ich versuch's hier. Ich mach dem jetzt sein Leben so schwer wie möglich. Ja, mach mal. Ja. Vorsicht, der kommt. Achso. Ja. Oh, hier hinten ist ein Generator. Scheiße! Und da hängt er wieder. Ja, bei mir wird gehängt. Ja, und jetzt bin ich gleich tot. Ja. Geil! Aber danke, hat kurz geklappt. Würdan, ich werde wohl vielleicht gleich einen Generator haben. Ja, ich finde gerade keinen. Ja, versuch vielleicht einen Ausgang sogar schon zu finden. Der Ausgang ist hier, genau bei mir. Ja, dann, dann bleib schon mal deiner Nähe. Ich glaube, ich werde es schaffen. Okay. Ja, er hat es fast geschafft. Krass, da kriegen wir jetzt echt Punkte. Ja, auch wenn du jetzt gestorben bist oder so. Punkte bekommst du auf jeden Fall. So, du kannst dich jetzt bereit machen, aufzumachen. Bin am Scheiter. Scheiße. Verdammt. Bleib trotzdem da. Wenn es einer muss, überleben. Halt. Er kommt dahin, nein, komm, Millimeter, er ist direkt bei mir. Sky, ich hab's gemacht. Oh, geil, hau offen, ab, hau ab, Vincent's du, einer muss. Und keine Hero-Spiele, einfach abhauen. Wenn, okay. wenn wir dann raus ist, dann kannst du den Fluchtversuch probieren. Ja. Und sollte ich echt nicht holen? Nein, lass, Vincent's einen Sieg. So, Tor ist auf. Ja, geh. Okay. Entweder werde ich jetzt durchs Abhängen. Ja, der bleibt auch beim Basti die ganze Zeit. Ja, du hast es verdient. Naja, ich bin weg. Du bist raus. Ja, da brauche ich jetzt auch keinen Kampf mehr machen für. Immerhin bist du entkommen. Ja, immerhin einer. Das ist ja das Ziel im Grunde, nicht komplett alle drauf zu gehen. Ach, du bist schon raus. Geil. Ja. Ja, leider, dass ich es halt am Ende verkackt habe und dadurch meine Position. Naja, ist ja nicht so schlimm. Ey, war aber echt auf einen Millimeter. Der war, glaube ich, unsichtbar, musste gezwungenweise neben mir stehen, weil ich habe sein roten Sichtfeld direkt auf mir gesehen, aber er hat einfach nichts gemacht. Bei mir war das voll verbuggt. Könnt ihr auf der Aufnahme nachgucken. Bei mir wurde der die ganze Zeit als unsichtbar angeguckt. So, es gab 7505 Blutpunkte. Nice. So, Leute, das war's auf jeden Fall mit der Folge Dead by Daylight. Wir hoffen natürlich wieder, dass es euch gefallen hat. Und somit schaut dann auch nächstes Mal wieder rein, wenn wir mal wieder zusammen zocken. Dead by Daylight. Haut rein. Tschüss.